und holt sich ihren ersten Marathonsieg. Sie schlägt damit auch Vorjahressiegerin Anna Hanna. Es war ein Riesengenuss, ganz viel Spaß, ganz viele Eindrücke auf der ganzen Strecke. Es war wirklich toll hier. Hier in Wien, wo sich mittlerweile die ganze Welt trifft, wo jeder eine Startnummer ergattern möchte und Euphorie schon das gesamte Wochenende zu spüren ist. Ich participe au Marathon de Vienne. Ich bin in Pauli Marathon. I'm starting at the Vienna City Marathon. Ich bin in Vienna City Marathon. Sei un Muledisini di Vienna City Marathon. Sono qui per fare la Vienna City Marathon. Jag ska springa Vienna City Marathon. Jag heter Albert och jag är här för el Maratón de Viena. Jag schlafe beim Vienna City Marathon. Spätestens beim Start ist aber jeder munter. Knapp 130 Nationen, so viele wie nie zuvor in Wien. Das sagt halt einfach, dass Laufen verbindet, dass es ein universaler Sport ist, dass den jeder austragen kann und dass, wenn man da gemeinsam an der Startlinie steht, in die Stimmung versetzt wird, jetzt wird es gleich los, will ich nicht sagen, dass es eine Verbrüderung der Völker ist, aber es kommt der Sache schon nahe. Also man hat die gleiche Aufgabe zu bewältigen, man läuft vom gleichen Start ins gleiche Ziel. Ich bin extra wegen dem Marathon hier. Why that? What's the motivation? Ich liebe Europa und Osteuropa. Ich habe nur Gutes von diesem Marathon gehört. Ich wollte schon immer mal nach Wien kommen. Es ist eine schöne Stadt. Es ist aufregend, hier zu sein. Wien ist so wunderschön. Ich habe mich in diese Stadt verliebt. Wahnsinn. Mit über 42.700 Teilnehmern sind es doppelt so viele als noch vor 10 Jahren. Ein Bruchteil, nämlich rund 1.500 Wagemutige, sind es bei der Premiere 1984. Aus den Anfangsjahren entspringt auch die heimische Bestzeit in der Hauptstadt. Gerhard Hartmann hält sie noch immer mit 2:12:22. Da kommt selbst mit Gottes Hilfe heute der beste Österreicher nicht annähernd heran. Simon Lechleitner rennt über 13 Minuten langsamer als der dreifache Wien-Sieger, kann aber dennoch zufrieden sein. Ganz im Gegenteil, zu dem großen Favoriten, Streckenrekordhalter Geto Feleke, muss wegen Oberschenkelproblemen noch vor der Halbmarathon-Distanz aufgeben. So wie auch der aussichtsreichste Österreicher, Christian Flügel, verpasst die letzte Chance für die WM in Peking und muss wegen muskulären Problemen vorzeitig raus. Ihm bleibt nur noch die Aufmunterung für den Marathonmann Sumann. Man sah das in der Anfangsphase total viel Leute schon an der Strecke. Es macht riesen Spaß. Und ja, ich muss nur schauen, dass man die Gasse nicht durchgeht, gleich am Anfang. Abklatschen. Keine Umwege machen. Ja, bei meiner Frau noch. Oh, meiner Frau liebe Grüße. Abklatschen. Ja, richtig aus. Aber ich laufe jetzt nicht mehr zurück. Leck mich Arsch. Maschine läuft. Ah, Luft habe ich genug. Aber die Füße. Die tun weh. Es tut mir zwar alles weh, aber ich glaube, ich schaue einigermaßen flüssig noch aus. Aber ich sage einmal, bis 35 muss ich kommen und dann komme ich irgendwie ins Ziel. Christoph Sumann erreicht sein Ziel und bleibt unter einer Zeit von 3 Stunden. Er ist einer aus Europa, jener Kontinent, der heute im Teilnehmerfeld lückenlos vertreten ist. Ich denke, Wien sollte diese Karte der Internationalität, also 130 Nationen, das ist super, das ist mehr als in Berlin, ruhig weiterspielen. Und ich denke, da kann Wien sehr erfolgreich mit sein. Erfolgreich wie heute die Schweiz und Äthiopien.